vor allem der Klang der Sirenen, der war ja sowas von scheußlich, gell? Ich hab's als Kind nicht voll begriffen, aber als ich am anderen Tag zu meiner Mutter sagte, bring mich ins Bett, hat sie gesagt, du, wir haben kein Bett mehr. Ich war fast 5. Um 7 abends kommt die Mutter zu mir ins Schlafzimmer, ins Kinderzimmer, sagt, du, zieh dich schnell an, Sirenentaten. Wir müssen in den Keller. Und der Vater kommt gerade, wir hatten so einen eingelassenen Balkon, und sagt, Leute, guckt, die haben Christbäumle geworfen. Heute trifft es uns, die kommen. Und plötzlich ging es los, die ersten Einschläge. Und der Vater, mein Vater war ja kurz vorher von Russland, der war 3 Jahre Russlandfeldzug. Der hat gesagt, jetzt kommen sie, und die fliegen von Westen rein. 248 Lancaster-Bomber. Und die haben ja zuerst die Sprengbomben abgeworfen auf die Häuser, damit die aufgehen. Und dann haben sie Brandbomben reingeschmissen. Es kam immer näher. Und ich weiß nicht, aber ich schätze, in 150 Meter Entfernung sind Bomben gefallen. Und dann ging das Licht aus. Und dann haben alle Angst gekriegt. Und die Mutter nahm uns in den Arm, der ältere Bruder und mich, und hat gesagt, wir müssen sterben. Und wenn die Mutter das sagt, die erste Bezugsperson, die man hat als Mensch, das schnauft man schon. Und dann, das ist Tatsache, habe ich zu ihr gesagt, nee Mama, wir beten jetzt. Aber zum Schluss haben wir alle gebetet, alle. Und das vergesse ich nicht. Ja, das ist eine Kellertür, so groß, Eisen, das hat es durch den Sog weggerissen. Wir haben rausgeschaut und haben gerade so reingeschaut, wie wir in den Ofen. Da brannte es nur. Und dann hat der Vater, da waren auch Strohsäcke und Britschen im Keller, so einen Strohsack genommen mit den Polen zusammen, haben in Wasser getaucht, das war auch da, das war Vorschrift damals, und haben den Strohsack vor das Kellerfenster gehalten, damit das Kohlenmonoxid nicht reinkam. Und das, wir wären auch gestorben, wenn der Vater nicht da gewesen wäre. Ja, das sind Explosionen, das ist... Da wackelt die Welt, sage ich jetzt mal. Gell? Und von den Fugen fiel der Sand raus durch die Erschütterung. Das hat ja alles geschüttelt. Von oben runter in den Keller, da war auch noch mal eine Eisentür. Und die ist langsam runtergeglüht. Rot. Und dann irgendwann konnte man durchschauen und auch über die Treppenstufen floss so ähnlich wie Lava, ich vermute, es war der Phosphor, natürlich vermischt mit Schutt, floss runter, gell. Ich habe bloß Angst gehabt, jetzt kommt irgendwie, trifft uns noch eine Bombe. Da hatte ich Angst. Und dass wir dann sterben müssen. Ja, man hörte, es war vorbei. Nach 30 Minuten. Wir dürfen jetzt noch nicht raus. Jetzt kommen die Spätzünder und das hat damals die Engländer die eingestellt, dass sie erst nach einer halben oder dreiviertel Stunde explodieren. Die wollten ja dann, das war alles berechnet. Ja, und dann haben wir gewartet und dann hat der Vater gesagt, ich gehe jetzt mal raus. Dann ging er raus, ich mache uns den Weg frei und guck. Durch das kleine Kellerfenster, so groß ungefähr, ist er raus. Es war ja Nacht. Der Himmel, wahrscheinlich die Asche, die war noch durch die Flammen so angeleuchtet, so orange. Gell? Ja, aber man hat dann nicht viel gesprochen. Man war froh, dass es vorbei war. Aber es war nicht, ich glaube, von den Älteren, seelische Erschöpfung.
gestunken hat und es war ziemlich eben. Die Häuser, sicher irgendwo stand noch ein Giebel oder Kamine, also Schornsteine standen schon da noch. In der Lerchenstraße, die gibt es ja auch noch, da brannte der Asphalt. Dann, ich kann mich heute noch an der Giebelwand entsinnen, die stand noch. Und innen, wo das Zimmer war, da brannte die Tapete. Und die hat sich noch aufgerollt. Gell? Und dann am anderen Morgen haben meine Eltern gesagt, jetzt müssen wir nach ihrer Freundin schauen. Die wohnte vis-à-vis von der Harmonie, wie es da geht. Und wir kommen hin. Die Allee, damals gab es in Mittelstraßen, Leiche an Leiche, 40, 50. Da haben sie uns zwei weg, ihr geht weg. Aber ich habe heute noch das Film im Kopf. Und sie war dabei. Und die sind übrigens, viele sind erstickt. Und durch die Eltern, der konnte klar denken, wussten wir, dass zwar der Engländer das angerichtet hat, aber der Engländer hätte das nicht getan, hätten die Deutschen nicht angefangen. Gell? Da bleibt die Erinnerung bleibt. Aber man kann es abbauen, indem vor allem, dass man drüber redet. Und dann dieses Jahr kam mir ja, ich habe es mal gemalt und habe mich mit dem auseinandergesetzt. Und ich habe gespürt, es hat mir gut getan. Was meiner Meinung nach ganz wichtig ist, dass der eigene Egoismus nicht zu stark ist, sondern dass man auf den anderen hört, dem anderen zuhört. Und ja, wir dürfen keine Extremen haben, weder rechts noch links, sondern versuchen, ein Demokrat in der Mitte. Aber schon deutlich die Meinung sagt, aber bitte friedlich und nicht durch Steine werfen oder was auch immer.